Ecuador galt lange als sicher. Der Drogenkrieg tobte anderswo, bis die mörderischen Kartelle begannen, das Land mit Terror und Gewalt zu überziehen. Vorläufiger Höhepunkt: Bewaffnete nehmen Geiseln in einem Fernsehstudio. Ich wollte nicht, dass das mein letzter Tag auf Erden wird. Gleichzeitig belagern Kriminelle Universitäten und Schulen, liefern sich Schießereien auf offener Straße. Auch Unbeteiligte sterben. Ein Arzt rief mich an und sagte, er konnte meinen Mann nicht retten. Die Banden stecken Autos in Brand, nehmen Polizisten gefangen und geben vor, sie hinzurichten. Sie versetzen 17 Millionen Ecuadorianer in Angst und Schrecken. Francesca darf erstmal nicht in die Schule. Zunächst für eine Woche sind alle Schulen im Land zu. Auch ihre große Schwester Maria Gracia hat Online-Unterricht und die Eltern arbeiten von zu Hause. Nur die zwei großen Brüder sind in der Uni. Hier in der Hauptstadt Quito ist nach den Anschlägen wieder etwas Ruhe eingekehrt. Sein Haus verlässt trotzdem nur, wer unbedingt muss. Wir haben keine panische Angst, sondern kluge Angst, die uns schützt. Wir stellen uns auf die neue Situation ein, respektieren die neuen Regeln und versuchen, die Ruhe zu bewahren. Ligia Viteri ist Schulärztin, ihr Mann Richard Architekt. Ihre beiden Söhne waren auch an jenem 9. Januar in der Universität, als die Drogenbanden an vielen Stellen im Land gleichzeitig zuschlugen. Zur gewohnten Zeit waren sie nicht nach Hause gekommen. Sie hätten mit dem Bus fahren müssen. Wir haben im Fernsehen gehört, dass Busse auch überfallen wurden. Irgendwann habe ich sie am Telefon gehabt und sie haben sich auf einer meiner Baustellen versteckt. Von dort habe ich sie dann abgeholt. In Ecuador kämpfen 22 Drogenbanden mit insgesamt 30.000 Mitgliedern um die Macht über verschiedene Landesteile. Noch vor wenigen Jahren galt das Land als eines der sichersten in Lateinamerika. Als Anfang des Jahres die Gewalt eskaliert, mobilisiert die Regierung das Militär. Gefängnisse werden gestürmt, weil Drogenbosse von hier aus ihre schmutzigen Geschäfte befehligen. Täglich verhaftet die Polizei und das Militär hunderte Verdächtige. Doch die Banden schlagen weiter zu, erschießen einen Staatsanwalt. Der hatte die Ermittlungen zu der Geiselnahme in einem Fernsehstudio in Guayaquil geleitet. Bandenmitglieder nahmen hier zahlreiche Journalisten als Geiseln. Vor laufenden Kameras flehen die um ihr Leben. Eine von ihnen, die Redakteurin Alina Manrique. Wir treffen sie wenige Tage nach der Geiselnahme zu Hause. Die Polizei hat sie und ihre Kollegen ohne Blutvergießen befreien können, aber der Schreck sitzt noch tief. Einerseits war ich sicher, ich würde dort sterben. Andererseits habe ich Gott um mein Leben angefleht, weil ich nicht wollte, dass das mein letzter Tag auf Erden ist. Dass das Letzte ist, woran ich denke, und dass diese Bilder das Letzte sind, was meine Kinder von mir sehen. Sie weiß noch nicht, sagt sie, welche Spuren bleiben werden. Sie erschreckt sich bei jedem lauten Geräusch und spielt mit dem Gedanken, Ecuador zu verlassen. Für sie waren die Momente, bis die Geiselnehmer überwältigt wurden, zu traumatisch. Ein Polizist half mir hoch, legte eine Decke um mich. Da wusste ich, ich habe ein neues Leben. Ich kam an, als sie das Studio verließen. Als ich sie im Arm hielt, fiel alles von mir ab. Nach den Tränen und der Angst verstand ich, dass ich meine Frau nicht verloren hatte. Diego Gallardo hat den Tag nicht überlebt. Als er zusammen mit seiner Frau die Bilder der Geiselnahme im Fernsehen sieht, fährt er los, um seinen Sohn aus der Schule zu holen. An vielen Stellen in der Stadt sind da schon Schüsse zu hören. Als er unterwegs war, habe ich immer zu versucht, ihn anzurufen. Irgendwann ging ein Polizist an sein Telefon und sagte mir, er sei mit dem Auto in eine Schießerei geraten. Ein Querschläger habe ihn getroffen und man habe ihn in die Notaufnahme gebracht, weil er sehr viel Blut verliert. Wenig später rief mich das Krankenhaus an, um mir zu sagen, dass Diego gestorben sei. Diego Gallardo war Sänger und Songschreiber. Er starb mit 31 Jahren. In seinem letzten Lied erzählt seine Frau, habe er seinen Tod vorausgesagt.
Ich bin gegangen, singt er. Erklären kann ich es nicht, denn ich habe es nicht selbst entschieden. Seine Liebe zu unserem Sohn war so groß, dass er bereit war, für ihn zu sterben. Er wusste, in der Stadt herrscht Chaos, es wird geschossen. Für mich ist er ein Held. Wegen ihm gebe ich dieses Interview, um allen zu sagen, schaut her, was die Liebe bewirkt in diesen dunklen Tagen. In ganz Ecuador geht der Terror danach weiter. Auch für die Viteris, die den traumatischen Tag in Quito vergleichsweise glimpflich überstanden haben. Wenige Minuten von ihrem Haus entfernt explodiert eine Bombe, beschädigt eine Fußgängerbrücke, unter der ihre Söhne oft auf den Bus warten. Ich denke, das kann jeden Moment wieder passieren und das ist genau das, was die Attentäter wollen, Unsicherheit bei uns auslösen. Wegen dieser Unsicherheit wagt sich tagelang kaum jemand auf die Straße. Je länger sie anhält, desto mehr wird sie das Land destabilisieren, weil viele Menschen kein Einkommen mehr haben, wenn keiner zum Einkaufen kommt. Der Markt ist leer und das Geschäft läuft nicht mehr. Ich habe Angst, jetzt hier zu arbeiten, aber wenn ich nicht arbeite, habe ich nichts zu essen. Ich hoffe, dass sich das bald löst und der Staat die Kontrolle zurückgewinnt. Die Kontrolle hatte der Staat zuletzt fast vollständig verloren. Zwei ganze Wahlperioden zurück unter Präsident Rafael Correa begannen die Kartelle sich zu organisieren. Polizisten durften nicht mehr aktiv gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Gefängniswärter wurden entwaffnet und zu leichten Opfern bei häufigen Gefängnisaufständen. Einige Strafanstalten verkamen zu Schaltzentralen der Kartelle. Einem der Drogenbosse Adolfo Macias, genannt Fito, gelang angeblich mit Hilfe von Wärtern und Polizisten die Flucht. Kurz davor hatte er im Knast noch ein Musikvideo über sein Leben gedreht. Ein guter Freund heißt es da über ihn. Unser Boss ist ein guter Mensch mit Vorzeigecharakter. Jesus Lopez war lange Vizechef der Sicherheitspolizei, die gerufen wird, wenn in Gefängnissen Aufstände toben. Heute hat er eine Firma für Sicherheitstransporte und ist froh, dass der neue Präsident die Polizei mit mehr Rechten ausgestattet hat. Existen demasiados reclusos. Ein großes Problem in den Gefängnissen ist die Überbelegung. In Trakten für 1000 Personen leben 1500, in denen für 1500 sind es 2500 und so weiter. Das andere Problem ist die Korruption beim Wachpersonal, die seit einigen Jahren immer mehr um sich greift. Marco Mattia, Direktor der Menschenrechtsorganisation Incadi, glaubt, durch die menschenunwürdige Situation in den Gefängnissen erhalte das organisierte Verbrechen noch zusätzlichen Rückenwind. Ich weiß nicht, wie die Regierung das Problem lösen will. Voriges Jahr waren die Haftanstalten zu 15% überbelegt. Jetzt verhaften sie jeden Tag 100 Bandenmitglieder. Wo wollen sie hin mit denen? Es gibt Gerüchte, dass sie in Kasernen untergebracht werden könnten. Wichtiger denn je wird sein, dass unsere Strafanstalten endlich ihren Auftrag zur Resozialisierung der Insassen wahrnehmen und nicht noch mehr zu Ausbildungsstätten des Bösen verkommen, in denen die Gefangenen lernen, unser Volk zu terrorisieren. Seit der neue Präsident den Ausnahmezustand verhängt hat, hilft das Militär der Polizei im Kampf gegen die Drogenmafia. Täglich berichtet die Regierung von den Erfolgen, veröffentlicht die Zahlen der Verhafteten. Doch niemand erfährt, wer die meist jungen Männer sind, was mit ihnen passiert und ob es empfindliche Schläge gegen die Organisation gab. Militär und Polizei haben zum ersten Mal alle nötigen Werkzeuge zur Verfügung. Jetzt müssen sie nur das tun, wofür sie ausgebildet wurden. Auch wenn sie noch den einen oder anderen Korrupten in ihren Reihen haben, sie müssen professionell ihren Job machen. Doch solange die Drogenbanden nicht vollständig unter Kontrolle sind, wird Francesca wohl noch zu Hause lernen. Werden die Viteris abends weiter besprechen, wie sie mit der Situation umgehen. Mittlerweile sind die älteren Brüder aus der Uni nach Hause gekommen, aufatmen in der Familie. Vater Richard will wissen, wie seine Kinder sich fühlen,
fragt einen nach dem anderen. Wie fühlt sich das Land, die Zeit gerade für dich an? Neulich gab es eine Situation, da wart ihr weg und wir waren allein zu Hause. Die Jungs in der Uni, ihr unterwegs. Und ich dachte, und jetzt? Was passiert, wenn die Kriminellen jetzt kommen? Da hatte ich Angst. Die Großen denken viel weiter, überlegen, wie aus ihrem Land wieder ihre Heimat werden kann. Ich stelle mir vor, dass man über gute Erziehung und Ausbildung viel erreichen kann. Eine Gesellschaft, die auf gute Erziehung und Prinzipien aufgebaut ist. Und ich spreche nicht von einem perfekten Staat, als vielmehr davon, dass gute Erziehung das Verbrechen am wirkungsvollsten bekämpft und dass wir damit den größten Erfolg hätten, wieder eine bessere Gesellschaft zu werden. Und überall im Land hört man derzeit Zustimmung zum Kurs der Regierung. Jetzt mit aller Kraft gegen die Kriminellen vorgehen, das sei Ecuadors letzte Chance. Ich denke, die Reaktion des Präsidenten ist richtig, denn man sieht bereits Ergebnisse. Ich denke, nur so werden wir bald wieder in Frieden leben können. Es ist ihr tiefer Glaube, so sagen die Viteris, der ihnen durch diese harte Zeit hilft. Und ihre schlaue Angst ist es, die sie am Leben erhält.